Ein großes Zusammenkommen im Mommsenstadion. Die Leichtathletikabteilung des SCC Berlin veranstaltete zwei Wochen nach der Saisoneröffnung nun auch ihr erstes SCC-Sportfest. Hierbei kamen alle Gruppen und Altersklassen des Vereins zusammen, um gemeinsam einen lockeren und vereinsinternen Wettkampf abzuhalten. Schönes Ereignis, ein SCC-internes Leichtathletik-Sportfest. Toll, dass die verschiedenen Altersgruppen, die verschiedenen Trainingsgruppen heute hier zusammenkommen. Ich finde das Sportfest hier heute sehr, sehr gut, weil man auch unter der Woche die anderen Leute aus dem Verein nicht viel sieht und dann, wenn hier alle zusammenkommen, eine sehr schöne Stimmung aufgebaut wird. Ziel war es auch, allen Athletinnen und Athleten die Möglichkeit zu geben, an einem Wettkampf teilzunehmen, bevor in den nächsten Wochen die ersten großen Meisterschaften und Wettkämpfe anstehen. Aber auch Mitglieder, die erst vor kurzem zur Leichtathletik gekommen sind, hatten die Chance, sich in der einen oder anderen Disziplin auszuprobieren oder einfach die ersten Wettkampferfahrungen zu sammeln. Und ob Staffellauf oder Speerwurf, auf dem Programm stand alles, was das Leichtathletenherz begehrt. Meine Lieblingsdisziplin ist Weitwerfen, weil ich darin sehr gut bin und ich es auch sehr doll mag. Vor allen Dingen ist dieser Wettkampf durchaus auch ein kleiner Test für die nächsten anstehenden Wettkämpfe. Also gerade im Mai sind immer sehr viele Wettkämpfe in Vorbereitung für deutsche Meisterschaften. Das Sportfest war also für alle Vereinsmitglieder, ob Wettkampfteilnehmer oder Anfänger, eine super Möglichkeit, um auf ihrem Leistungsniveau zusammen zu trainieren und neue Disziplinen auszuprobieren. Also die Saison ist jetzt sehr, sehr kurz getaktet. Wir haben jetzt viele Wochenenden hintereinander Wettkampf. Ich persönlich laufe 400 Meter und 400 Meter Hürde. Und da stehen nächste Woche auch die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften für mich an. Ich finde es toll, dass heute hier so viele Kinder und Jugendliche hierher gekommen sind, dass die Trainer auch voll mitziehen. Ja, ich sag mal, ist ein schöner Anfang, ist ein Einstieg und hoffe, dass wir das beibehalten, auch für die nächsten Jahre. Das hoffen wir natürlich auch und allen Wettkampfteilnehmerinnen und Wettkampfteilnehmern drücken wir kräftig die Daumen, wenn die Leichtathletik-Saison in den nächsten Wochen dann so richtig losgeht. Am 21. Juni gibt es übrigens beim 26. SCC Midsommer bereits das nächste große Zusammentreffen im Mommsenstadion. Hauptstadt Sport TV ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, wieder am Start.